Bevor du das Video anschaust, nimm dir doch bitte die Zeit und abonniere unseren Kanal. Drücke danach die Glocke, damit du immer als erstes über unsere neuen Videos informiert wirst. Du bist eine Naschkatze? Erfahre hier, was Schokolade Gutes für dich bewirken kann. Kakao ist der Grundstoff für jede Schokolade. Viele meinen süchtig danach zu sein. Sie schmeckt ja auch zum Teil wirklich gut. Aber nicht nur das. Sie hat auch überraschende Effekte auf unseren Körper. Was das genau ist, zeigen wir heute in unserem Video. Schützt das Herz. Laut amerikanischen Studien ist dunkle Schokolade gut für das Herz. Denn einige Komponenten schützen die Flexibilität unserer Gefäße und verhindern dadurch, dass es zu den ungewollten Ablagerungen von weißen Blutzellen an den Blutgefäßen kommt. Kakao soll generell vor Arterienverkalkung schützen. Außerdem soll Schokolade auch vor Schlaganfall schützen. Das wiederum wurde durch das Deutsche Institut für Ernährungsforschung herausgefunden. Bereits ein kleines Stückchen am Tag schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kann somit einen Schlaganfall entgegenwirken. Außerdem verfügt Schokolade über einen blutdrucksenkenden Effekt. Macht uns wach. Schokolade enthält Koffein, und zwar nicht zu knapp, denn bereits 100 Gramm Halbbitterschokolade enthalten ca. 50 bis 100 Milligramm. Das ist nicht wenig und ungefähr vergleichbar mit einer Tasse Kaffee. Weiterhin enthält Schokolade Theobromin, eine ähnliche Substanz wie Koffein, die auch anregend, ja sogar stimmungsaufhellend wirkt. Entzündungshemmend. Je dunkler die Schokolade, umso höher ist der Kakaoanteil. Dieses Kakaopulver enthält viele Polyphenole und eine geringe Menge an Ballaststoffen. Beide Komponenten werden nur geringfügig verdaut und in den Körper aufgenommen. Erreichen sie aber den Dickdarm, übernehmen die guten Bakterien deren Verdauung. Die Ballaststoffe vergären und die langen Polyphenole werden zu kleinen Molekülen zerlegt. Diese werden dann leichter aufgenommen und können im Körper eine antientzündliche Wirkung entfalten. Hebt die Stimmung und wirkt anregend. Wissenschaftlich ist dies wirklich nicht bewiesen. Dennoch kann man Glück allein durch das Essen von Schokolade empfinden. Denn die sensorischen Gefühle, die sie im Mundraum auslösen, sind fantastisch. Die Azteken nannten Schokolade Lebensmittel der Götter. Das kommt nicht von ungefähr und wir erklären in unserem Video, Liebe geht durch den Magen, aphrosierende Lebensmittel, die das Blut in Wallung bringen, warum das so ist. Natürlich denken wir nicht unbedingt an Gesundheit, wenn wir Schokolade essen. Wir essen ja auch nicht die reinen Kakaobohnen, sondern um sie für uns genießbar zu machen, werden natürlich noch ordentlich ungesundes Fett und Zucker hinzugesetzt. Je höher der Kakaoanteil, umso besser ist die Schokolade für uns. Experten empfehlen hier einen Anteil von 85%. Aber auch hier gilt, wie bei fast allem im Leben, lieber in Maßen als in Massen. Bitte bleibt gesund! Danke fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Rezepte erhältst.